Willkommen zur Fortsetzung vom Frottee-Handtuch mit dem Motiv Totenkopf. Ich muss jetzt, ich habe mir das abgesteckt, hier ist die 160. Masche, da habe ich mir einen Markierer reingemacht. Ich werde jetzt über drei Maschen, 1, 2, 3, weiß stricken. Dazu muss ich mir aber erstmal die weiße Wolle holen, ich Idiot. Gott sei Dank liegt alles griffbereit. So, jetzt kommt nämlich, übrigens, man kann das auf 60 Grad waschen. Da steht es. Da. Nicht, dass einer nachher denkt, oh Gott, ne? Ist das überhaupt alles maschinenwaschbar? Ja, ist es. Einige von euch werden da auch schon, denke ich mal, mit, schon Erfahrung gesammelt haben. Ich noch nicht. Für mich ist es das erste Frottee-Garn. So, und ich binde mir das immer. Dann ist ein bisschen schwierig gerade. Dann um den Faden drum. Das ist für mich einfach das Einfachste geworden, das so zu handhaben. Kann man auch noch ein bisschen hier nachjustieren, wie weit man den Faden haben möchte, wie kurz, wie lang. Ja, dann einfach zu ziehen. Und jetzt muss man das Kunstwerk hinkriegen, diesen Faden darüber zu schieben. Naja, ups, gleich fallen mir da die Maschen raus. Das klappte jetzt ja ziemlich reibungslos. Das wundert mich direkt selber. So. Wir überkreuzen jetzt die Fäden. Den grauen lassen wir runterplumpsen und den weißen holen wir hoch. Ziehen dann nochmal hier alles so ein bisschen zurecht. Halten alles fest und stricken drei, in meinem Fall, drei weiße Maschen. Jetzt haben wir gleich direkt einen Spannfaden. Ja, wie zeige ich euch den jetzt? Ja, von der Überkreuzung. Heißt, wir holen uns den schwarzen, den grauen Faden wieder hoch, lassen den weißen nach unten plumpsen, haben dann hier die Überkreuzung. Da sieht man sie, wenn die Kamera es denn einfängt. Da. Und genau das wollen wir auch haben, weil es muss so sein, es gibt nämlich ein fieses Loch an der Stelle. So. Dann einfach jetzt weiter stricken bis zum Ende. Mit rechten Maschen. Das war schon der ganze Zauber. Ich werde jetzt erstmal meine Maschen sortieren. Ich werde jetzt erstmal dann weiter stricken. Also ihr seht, da fängt dann gleich, da wo die drei weißen Maschen sind. Ich bin immer zu tief, ne? Entschuldigt bitte. Von da ab geht es gleich nach rechts und nach links. Mit weiß weiter. Also vor diesen drei weißen Maschen, entweder mache ich da eine oder zwei weiße Maschen dazu und hinter diesen drei weißen Maschen eine oder zwei dazu. Und so entsteht dann der Grundriss vom Kinn des Totenkopfes. Und dann geht man halt nach den immer weiter an den Seiten entlang hoch. Also so breit man das alles haben möchte. Und bei mir wird das sehr breit. Weil ich habe hier mal eben 300, oh, ihr seht gar nichts, 320 Maschen auf meiner Rundstricknadel. Ich kann euch das gar nicht so zeigen, weil das ist einfach viel zu viel auf der Nadel. Da unten geht es auch lustig weiter. Ne?
Ja, von daher muss ich aufpassen, dass der Kopf dann nicht zu breit wird. Ne? Man häkelt, ach, man häkelt, ja klar. Man strickt, man strickt, man strickt. Und plötzlich denkst du dir, oh, sieht das noch gut aus? Auch wenn es nur ein Badehandtuch wird. Trotzdem soll es sehr gut aussehen. Ah. Und das ist dann so ein bisschen, ja. Alles nicht so einfach, wenn man das zum ersten Mal macht. Das ist genau wie bei meinem ersten Pullover. Eieiei, Leutchen, ich sag's euch. Das war was. Ich habe mir da einen abgebrochen. Ja, heute mache ich alles nur Pullover. Entweder gerade hochstricken, Karin, nach der Art von Karin Morik. Oder ich mache ein RVO davon. Ne? Raglan von oben. Heute bin ich auch schlauer. Aber auch zum Anfang, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mache das jetzt bald 3 Jahre. Jeden Tag gehäkelt oder gestrickt. Ja. Gut, und dann will ich euch jetzt nicht langweilen hier. Rechts stricken könnt ihr ja mittlerweile. Klar, ist immer noch mal schön, wenn man dann noch mal auffrischen kann und dann noch mal sieht, ach ja, so war das, ne? Aber ja, ich muss euch jetzt nicht bis zum Ende der Reihe mitnehmen, weil ich stricke in Reihen, nicht in Runden, ne? Ja, dann bis zum nächsten Video, bis zur Fortsetzung.